Ich bin heute unterwegs im facegelifteten Volvo V60, aber wie man sieht, rückwärts. Denn ich habe gerade ein bisschen Zeit auf dem Autozug von Sylt aufs Festland zurück und werde mir in der Zeit das Connected Touch ein bisschen näher anschauen. Problem ist leider, wir haben jetzt leider noch keine Internetverbindung, deswegen gehe ich es einfach mal so im Groben durch, was denn alles neu ist. Also hier sieht man schon, ich wollte euch eigentlich eine tolle Seite zeigen, aber leider geht die Webseite nicht, also verbindet sich. So, aber schauen wir uns mal einfach das neue System an. Ist hier ein vorgeschalteter sensorisch reagierender Touchscreen, also dahinter ist quasi noch dasselbe Infotainment-System bei Volvo, wie man es auch schon aus den 2012er Modellen kennt. Das heißt, man kann auch die 2012er Modelle auf dieses Connected Touch nachrüsten. Also wir haben hier einen sehr schnell reagierenden Screen, wie man sieht, den wir auch über den Wählknopf hier das Menü steuern können. Also wenn alles funktioniert, hat man auch schön die Wetterdaten hier. Sieht wir gerade in Westerland, das weiß er immerhin schon mal übers GPS. Dann haben wir einen Line-In-Anschluss, Spotify, da komme ich im genaueren Test nochmal drauf zurück, denn wir brauchen einen Premium-Account. TuneIn ist ein Webradio, was man gerade auch schon gehört hat. Ja, und jetzt kommt schon die Meldung, wir brauchen eine Internetverbindung, also bis gerade war sie noch da, jedenfalls fürs Webradio hat es ausgereicht. Dann dieser ist auch nochmal eine Akustik-App, die jetzt irgendwie nicht so recht will. Und ja, also im Prinzip nochmal dasselbe wie Spotify, nur ein anderes System. Live-Radio haben wir gerade gehört. Browser funktioniert leider nicht. Navigation haben wir zwei verschiedene. Das ist einmal iGo. Braucht jetzt ein bisschen länger zum Laden natürlich. Größeres Programm. Ja, komm schon. Man sieht auch oben rechts, er versucht sich zu verbinden. Hoffen wir mal, dass sich da was tut. Oh, also schön aufgemachtes Navi. Schauen wir uns mal die Karte an, dann sehen wir vielleicht auch. Ja, er zeigt sogar an, wir sind gerade im Autozug und fahren mit 85 km/h rückwärts. Definitiv schneller als im Rückwärtsgang. Karten heißt hier wunderbar, und zwar Google Maps. Man darf jetzt hier dem Screen nichts negativ anrechnen, also ich bin auch nicht immer so ganz drauf, wenn man es sieht, dass es nicht direkt lädt. Roadtrip ist ja eine, sagen wir mal, mit Google Maps verknüpfte Lifestyle-App, wo man auch Points of Interest und solche netten Sachen anschauen kann. Coyote habe ich gestern schon mal ausprobiert. Ich bin noch nicht so ganz genau dahinter gekommen, was dahinter steckt. Das braucht ewig zum Laden. Das ist ein amerikanisches Programm. Volvo Service zeigt uns an, wo denn der nächste Volvo-Partner ist. Und im Market, wie man es schon vom App Store oder vom Android Marketplace kennt oder Windows Marketplace und Android Store, wir können neue Apps dazu kaufen und natürlich die Einstellungen, wo wir allerdings nicht so viel einstellen können, komm schon. Also das ist relativ übersichtlich gehalten, wir können uns natürlich auch in WLAN-Netzwerke einwählen. Oh, Galerie, da wird nichts drin sein. Ja, Galerie ist leer, kann man aber was einladen und dadurch die, oh, man sieht schon, man kann es eigentlich relativ gut so mit einem Fingerwisch scrollen. Ja, da sieht man mal die ganzen Anwendungen im Überblick, die alle aktuell aufgespielt sind. Schauen wir mal, ob das Live-Radio nochmal funktioniert. Ja, das sieht so aus, als ob er wieder Netz hat. Oder doch nicht.
Schade. Also müssen wir auf dem Festland nochmal probieren. Aber bisher kann man sagen, es ist ein interessanter Schritt, den Volvo damit gemacht hat. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Bisher das Live-Radio hat sehr gut funktioniert. Browser hat leider noch gar nicht funktioniert. Werde ich mir dann noch näher anschauen, wie gut man da überhaupt lesen kann. Also während der Fahrt ist es natürlich logisch, funktioniert es überhaupt nicht. Finde ich auch sehr gut, dass es so geht, auch für, sagen wir mal, für den Beifahrer nicht geht, denn schlussendlich würde der Fahrer auch mitlesen können und wahrscheinlich auch mitlesen und sich dann nicht mehr auf die Straße konzentrieren. Von daher ist es ganz gut gemacht. Also ich schaue mir später nochmal genauer an, ob es im Stand auch nochmal genauer geht, weil wir fahren jetzt doch ein bisschen vielleicht zu schnell für eine saubere Verbindung. Aber da werde ich einfach nochmal was nachliefern. Inzwischen angekommen am Flughafen Hamburg. Normalerweise denkt man sich, ja, hier hat man Netz, auf dem Handy habe ich LTE. Aber man sieht, dass leider der berühmte Vorführeffekt eintritt, denn es tut sich nichts. Also ich sag mal so viel, ich habe es schon gesehen, dass es funktioniert. Auch ganz gut, ohne weitere Probleme. Der Browser ist sehr responsive, wenn man so schön sagt. Reagiert ganz schnell und ganz gut. Und ich hoffe einfach, ich kann es mal noch ein bisschen ausführlicher testen. Denn so ist es natürlich blöd, wenn man was zeigen will und es funktioniert nicht. Aber das kommt demnächst noch und wird nachgeliefert.